Wer war voriges Jahr bei meinem Vortrag Onkraut im Eigenheim? Einer, zwei, drei, okay, ein paar. Wer hat Nextcloud bei sich oder irgendwo installiert? Okay, auch ein paar. Wer ist noch auf Onkraut? Auch ungefähr gleich viel. Wer möchte dann wechseln von Onkraut auf Nextcloud? Okay. Gut, dann bist du da richtig. Genau, das ist richtig. Okay, kurz über mich. Schon seit Ewigkeiten her habe ich halt Telematik studiert. Seitdem bin ich bei den Vonovia gelandet, wie meine Kollegen zuvor. Und ich bin halt schon ein bisschen länger dabei. Bin immer noch dabei. Und ich bin einer von diesen lästigen Integratoren, die diese REST-API da verwenden müssen. Ja. Genau. Kurz, um was geht es in diesem Vortrag jetzt? Also kurz OnCloud versus Nextcloud. Was ist da ungefähr so vor einem Jahr passiert? Dann mit Live-Demo, wie tut man jetzt eine OnCloud-Installation auf Nextcloud upgraden? Einen Punkt habe ich reingenommen, weil das als Feedback vom letzten Jahr bekommen habe, ein bisschen was über Dateiverwaltung und Streaming zu erklären, ist jetzt nicht allzu viel. Wichtiger ist mir, noch einmal über Security einzugehen, da möchte ich auch ein paar Folien haben und am Schluss halt eine QA-Session. Gut, noch einmal ein Disclaimer, also ich bin jetzt kein Entwickler bei OnCloud oder Nextcloud, ich bin sozusagen nur ein Anwender, genauso wie ihr anderen wahrscheinlich auch, die es halt jetzt verwenden. Ist auch Entwickler da von Nextcloud oder OnCloud zufällig? Okay, habe ich auch nicht vermutet. Ich verwende auch nur sehr wenige Features davon, also wie ich es im vorigen Jahr schon erklärt habe, hauptsächlich Kontakte und Kalender und dann halt über den Sync-Adapter DAV-Droid zum Android-Handy. Siehe Vortrag vom vorigen Jahr, also das wäre jetzt gar nicht noch einmal alles durchkauen. Zuerst einmal OnCloud und Nextcloud und was ist da jetzt eigentlich passiert? Also letztes Jahr, am 2. Juni, ist etwas passiert. Und zwar ist Nextcloud offiziell als Fork von OnCloud angekündigt worden. Wenn man jetzt im Blog schaut, was es da für Artikel gegeben hat, in OnCloud hat es nur so Ende April herum, also ungefähr während die damaligen Linux-Tage waren, sozusagen eine Abschiedsbriefe, kann man jetzt sagen, aber einfach also gewisse Leute aus dem OnCloud-Entwicklungsteam sind halt gegangen und ein paar oder knapp einen Monat später, im 2. Juni eben, ist dann von diesem Frank quasi Nextcloud offiziell angekündigt worden. Wenn man das gleiche auf Nextcloud schaut, was die geblockt haben, schaut es ein bisschen anders aus. Also zwar auch am 27. April, dass halt der Frank gegangen ist, aber es sind dann Tage und Wochen drauf auch weitere Entwickler von OnCloud quasi zu Nextcloud, ich sage jetzt mal, übergelaufen. Die Gründe dafür, wie gesagt, kann jeder selbst nachlesen, da werde ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Und dann halt am Schluss die offiziellen Statements, also eben, dass jetzt Nextcloud halt the future of Open Source File Sync and Share ist und so weiter. Was passiert ist, ist im Prinzip ein Fork. Das, was immer wieder mal passiert in diversen Softwareprojekten, egal ob jetzt kommerziell oder freie Software oder Open Source, bekannte Beispiele ist vielleicht OpenOffice, LibreOffice oder Hudson und Jenkins oder Debian und Devon. Im Prinzip, ich persönlich finde das eher wertfrei, also ich lasse im Prinzip die Evolution ihre Arbeit machen und das wird sich halt letztendlich über die Zeit zeigen, ob jetzt dann beide Forks überleben oder ob einer sich durchsetzen wird und der andere langfristig eher sterben wird. Wie gesagt, der Vergleich mit der Natur, also ich finde es gut, dass es immer wieder sowas passiert, ein bisschen Konkurrenzdruck schadet ja nicht. Momentan schaut es aber eher so aus, dass OnCloud halt immer noch existiert und halt eher kommerzielle Kunden im Visier hat und Nextcloud halt eher Richtung Open Source Community halt ausgerichtet ist. Genau, eine Folie auf Google wollte ich zeigen. Meine Folie ist einfach nur eine Trendanalyse. So wie ich das verstanden habe, ist das nur, wie jetzt OnCloud und Nextcloud halt in Google gesucht wird. Das heißt, dass das die jeweiligen Installationen sind. Natürlich die blaue Linie ist natürlich Nulllinie bis ungefähr vorigen Jahr, wo eben Nextcloud eigentlich erst angefangen hat. Man sieht, ja, es geht ein bisschen nach oben im Laufe des Jahres. Können wir dann vielleicht nächstes Jahr noch einmal schauen, ob es dann irgendwie zu einem Cutover kommt und halt Nextcloud halt noch mehr Bekanntheitsgrad erhält oder ob OnCloud halt bleiben kann. Das, wie gesagt, kann ich nur prophezeien. Möchte ich aber auch nicht, weil es kommt dann immer anders. Jedenfalls das zweite Kapitel, was ich jetzt besprechen möchte, ist, okay, man hat jetzt eine OnCloud-Installation und jetzt entschließt man sich dazu, okay, ich möchte auf Nextcloud gehen, weil ich das Gefühl habe,
ich bin dort vielleicht besser aufgehoben oder es ist eher, entspricht eher dem freien Software-Community-Gedanken, wie auch immer die Gründe dafür sind, ist ja egal. Da muss man zuerst einmal schauen, wie funktioniert das jetzt mit den Versionsnummern. Also die aktuelle Version von Nextcloud ist jetzt 11.03. 11 bedeutet, ist die Major Release, 0 ist die Minor Release, 3 ist die Point Release. Also ist ja bei vielen Softwareprojekten so, manchmal wird die dritte auch als Bugfix Release bezeichnet, ist jetzt aber egal. Und die Upgrade-Pfade, wenn man jetzt sagt, man hat eine Installation und eigentlich ist es jetzt egal, ob man jetzt von OnCloud oder Nextcloud redet oder von OnCloud auf Nextcloud wechselt. Prinzipiell ist es so, man kann immer auf eine beliebig neuere Point-Release gehen, das heißt von 1.1.7 auf 1.1.17 zum Beispiel. Was auch unterstützt ist, ich kann von einer meiner Version auf eine beliebig höhere meiner Version gehen und dahinter die Bugfix-Version ist wieder egal. Was auch jetzt von OnCloud und Nextcloud supportet ist, ich kann jeweils eine Major-Version upgraden. Also von OnCloud 9 zum Beispiel auf Nextcloud 10 oder von Nextcloud 10 auf Nextcloud 11. Was offiziell nicht supportet ist, dass man Major Releases skippt. Das heißt, es bedeutet, wenn ich jetzt OnCloud 9 hätte und ich möchte gleich auf Nextcloud 11 gehen, dann ist das offiziell so einmal nicht supportet. Man muss eben, und das werde ich auch zeigen bei der Demo, man muss zuerst über Nextcloud 10 gehen. Was auch offiziell nicht supportet ist, Downgrading. Also wenn man mal auf Nextcloud 11 ist, kann man eigentlich offiziell nicht mehr auf Nextcloud 10 zurück, außer in Form von Backups und wenn man halt die alte Datenbank wieder restaurt, das ist natürlich offensichtlich, dass es funktioniert, aber es gibt jetzt keine Migrationsskripte, die jetzt die Datenbank wieder in die andere Richtung rückmigriert. Da ist noch ein Link drinnen, wo das auch noch einmal beschrieben ist. Bezüglich OnCloud, also wenn man noch OnCloud 8 haben sollte, muss man natürlich zuerst auf OnCloud 9 upgraden. Wenn man auf OnCloud 9 ist, wie in dem VirtualBox-Image, das ich wieder vorbereitet habe, das ist übrigens das gleiche wie letztes Jahr, kann man dann auf Nextcloud 10 gehen, von Nextcloud 10 dann auf Nextcloud 11 und dann ist man eh auf dem letzten Stand. Das VirtualBox-Image, das genannte, ist da jetzt ein Google Drive-Link, deswegen auf Google Drive ist es ungefähr 1 GB groß. Die Snapshots, die jetzt in dem Image sind, sind eigentlich identisch zu dem vom Vorjahr. Ich habe eigentlich das Image vom Vorjahr genommen. Ich habe nur einen zusätzlichen Snapshot noch eingerichtet, nämlich, dass die ZIP-Files für Nextcloud 10 und 11 bereits im Image drinnen sind, dass man sie nicht selbst irgendwo wieder runterladen muss. Das heißt, dann tue ich mir leichter bei der Demo, dass ich nicht extra wieder was runterladen muss, dadurch Zeit verliere, sondern ich habe gleich alles da vorbereitet. Bezüglich Installations- oder Upgrade-Anleitungen habe ich da noch zwei Links dabei. Genau, unten ist der Download-Link, wo man halt jeweils die aktuelle oder auch ältere Versionen runterladen kann. Gut, kommen wir zur Demo. Ich werde es einfach einmal blind machen. Zuerst, ich habe da diese VirtualBox laufen, eben auf dem letzten Filesystem-Snapshot. Das Fenster mache ich zu. Das ist jetzt nur noch einmal ein Beweis, dass das OnCloud wirklich läuft. Okay, ich habe es nur ein bisschen größer gemacht, dass man es auch lesen kann. Dann die Zugangsdaten, also Passwort ist immer 123, gleich wie im Vorjahr. Das heißt, ich habe meine Oberfläche, wenn ich auf Hilfe schaue, sieht man die OnCloud-Version, ist OnCloud 9 in dem Fall, ja, also weil das eben der Stand vom letzten Jahr ist. Und weil wir auch schauen wollen, ob jetzt Daten erhalten bleiben, habe jetzt zum Beispiel einen so einen Dummy-Kontakt angelegt, einen Hans Hansson und einen Kalendereintrag, dass man halt dann am Schluss beweisen kann, dass das auch tatsächlich erhalten bleibt und nicht irgendwie verloren geht. Datei-Browser sind halt nur diese Sample-Dateien drauf, also so ein paar Beispielfotos, was halt von der OnCloud-Installation per Default mitkommen, die sollten dann natürlich auch erhalten bleiben. So, da habe ich jetzt eine Shell in die VirtualBox hinein. Das heißt, ich brauche einmal Root-Rechte. Passwort ist wieder, da haben wir sicher vertippt. 1, 2, 3, passt. Und zwar ist, am Anfang ist es so, ich habe ja damals OnCloud jetzt über das Paketmanagement installiert. Das heißt, das schmeißen wir jetzt einfach einmal weg. Das heißt, ich suche jetzt einfach einmal alle Pakete, die OnCloud heißen und schmeiße die einfach einmal ganz hardcore weg. Rumpelt. Dann müssen wir noch einmal schauen, was jetzt übrig geblieben ist. Und zwar in unter var www.oncloud
ist eben dann die OnCloud-Installation gewesen. Da ist auch ein Config-Verzeichnis und ein Data-Verzeichnis. Was ich jetzt mache, ist, dass ich die wegkopiere in ein eigenes Verzeichnis. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich die noch varlib hineingebe. Ich gehe dann später bei den Folien noch einmal durch, warum das sinnvoll ist. Das heißt, ich mache da jetzt einfach ein OnCloud-Verzeichnis und sage, ich nehme jetzt die beiden Verzeichnisse www.oncloud.config, noch OnCloud und das gleiche mit dem Data. Also wenn man da mal grob reinschaut, also da sieht man zum Beispiel, dass jetzt eben diese Beispielfotos in dem Data-Verzeichnis zu jedem User drinnen sind. Und eines müssen wir noch machen, OnCloud.config, da gibt es einen Config.php, da ist ein Property drinnen, das sagt, wo liegen jetzt eigentlich die Daten der Benutzer. Das liegt jetzt noch immer auf var www.oncloud, das ist jetzt nicht mehr der Fall, das heißt, ich muss diesen Pfad anpassen auf varlib.oncloud. Entsprechend steht alles in den Folien, also ihr braucht es jetzt nicht mitschreiben oder so. Dann zurück nach var.www. Da gibt es jetzt noch immer dieses OnCloud-Verzeichnis und da ist jetzt nur mehr, Find ist besser, da sind jetzt nur mehr eben die Kalender und die, wie heißt die andere, die Contacts-App drinnen, weil die ja eben eigentlich nachinstalliert ist. Das heißt, die kommen nicht vom Paketmanagement, sondern sind dynamisch nachinstalliert worden, aber wir können es ganz auf die Brutale machen, jetzt schmeiße ich einfach alles weg. So, soweit, so gut. Dann, ich habe ja das Nextcloud 10 jetzt schon vorbereitet. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme jetzt die letzte 10er-Version, das ist halt 10.02 gewesen. Ich tue es einfach anzippen. Also ich habe es jetzt nicht mehr als Debian-Paket runtergeladen. Ich glaube, offiziell gibt es auch, soweit ich weiß, gar keine. Sondern also ich habe es jetzt wirklich als Zip runtergeladen und installiere es jetzt hardcore einfach direkt rein auf mein www-Verzeichnis, so wie es halt offiziell gedacht ist. Statt OnCloud heißt das Ding jetzt Nextcloud, aber ansonsten ist alles gleich. Was ich jetzt mache, ist, ich schmeiße diesen Config-Folder wieder weg, weil ich ja meinen eigenen Config-Folder habe und den kopiere ich mir jetzt aber nicht rein, sondern ich mache nur einfach nur einen symbolischen Link. Ist dann für, wie wir dann beim nächsten Upgrade-Step sehen werden, sinnvoller, bevor man da immer die Sachen hin und her kopiert, ist es besser, wenn man sich das per symbolische Links gerade biegt. Das war jetzt unter lib.oncloud.config. Punkt, passt. Dann, was man da jetzt sieht, alle Dateien können im Root, was jetzt potenziell blöd ist, weil der Apache, unter dem ja das OnCloud läuft, möchte ja da drinnen herumschreiben und lesen können. Das heißt, was man machen sollte oder machen muss, dass man jetzt alle Dateien auf dem www.data-User, dass alle Dateien und Verzeichnisse, die da drinnen herumliegen, jetzt statt dem Root dem www.data gehören. Dann gibt es ein Command-Line-Utility, dieses OCC. Damit wir das ausführen können, müssen wir dem Execute-Rechte geben und der Grund dafür ist, weil das im ZIP-Archiv nicht enthalten ist. Also ich habe jetzt nicht ausprobiert, wenn man ein Target-Set oder Target-2 runterladet, ob da dann die File-Permissions passen, aber ist egal, sonst machen wir das halt einfach so. Und dann kann man eigentlich schon das Upgrade starten. Aber genau, was jetzt noch... kommen wir noch hin. Ich habe später dann noch eine Hausaufgabe für euch, aber merkt ihr die Frage bitte. Das Data-Verzeichnis lasse ich jetzt einmal und das steht ja in der Config drinnen, dass es in var.lib.data liegt. Das heißt, ich brauche damit eigentlich nichts extra machen. Ja? Aber ich komme später noch einmal drauf zurück. So, weil jetzt bin ich der Root-User noch immer. Das heißt, das OCC-Tool weigert sich jetzt natürlich ausgeführt zu werden und das sagt, ich soll es bitte als www.data ausführen. Dann machen wir das einfach. OCC-Upgrade, dann rumpelt es. Also was da jetzt im Hintergrund passiert ist, er geht jetzt im Prinzip die MySQL-Datenbank-Tabellen durch, macht da halt irgendwelche Schemen-Upgrades, Datenmigrationen und weiß der Kuckuck was alles. Ich weiß es nicht im Detail, sonst müsst ihr halt selber nachschauen im Source Code, was da wirklich passiert. Es dauert jetzt halt ein bisschen.
Die Geduld müssen wir jetzt haben, leider. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Passt. Es geht weiter, genau. Integrity Check, das ist am Schluss, wo er die ganze Installation noch einmal durchschaut, ob die Hashes alle passen. Dann etwas, was ich jetzt in die Folien geschrieben habe. Ich habe ja zwei zusätzliche Apps vorher installiert gehabt im OwnCloud, das war eben der Kalender und der Kontakt. Und bei jedem Upgrade ist es so, dass man die immer wieder extra reaktivieren muss. Das mache ich jetzt einmal. Also Kalender und Kontakt. Dann sind beide wieder aktiv. Und jetzt können wir mal zum Spaß schauen, was passiert jetzt, wenn wir uns versuchen einzuloggen. Natürlich ist der Link jetzt nicht mehr OwnCloud, sondern NextCloud. Und es passiert einmal gar nichts bei. Der Grund dafür ist, nachdem ich ja vorher die OwnCloud-Pakete weggeputzt habe, ist natürlich jetzt auch die Apache-Config von dieser OwnCloud-Installation weg. Das heißt, ich musste jetzt beim Apache noch was nachjustieren, damit ich überhaupt auf die NextCloud-Installation zugreifen kann. Das verbirgt sich unter Apache, also ich mache es gleich auf die brutale Methode, ich nehme gleich direkt die Default-Config her und sage, mein Document-Root ist jetzt nicht das eingesperrte, wo halt nur so ein paar Test-HTML-Dateien da links und ich sage, der ganze www-Folder ist eigentlich mein Kontext-Root. Dann natürlich Apache Reloaden nicht vergessen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Gut, und jetzt sollte, wenn ich alles richtig gemacht habe, die neue Web-Oberfläche erscheinen. Man sieht schon ein bisschen anderes Hintergrundbild, das neue Logo, das ist das Nextcloud-Logo übrigens. Dann User 123 sollte immer noch das gleiche sein. Das heißt, die Benutzerdaten, die ich vorher gehabt habe in OwnCloud, sind offensichtlich übernommen worden. Genauso wie dieses Beispieldokument und diese drei Fotos, die vorher drinnen waren. Dann machen wir noch schnell einen Kontrollblick auf Kalender und Kontakt. Da sehen wir, dass dieser eine Kalendereintrag noch immer da ist, Gott sei Dank. Das heißt, es sind mir jetzt eigentlich auch gar keine Daten verloren gegangen. Das ist ja das, was wir wollen. Und dieser Hans Hansen im Kontakt ist auch noch immer da. Und der letzte Beweis, okay, da sagt der Nextcloud 10. Es gibt dann auch noch so, was war das, ein Status-PHP. Da kommt ein kleiner JSON-String zurück. Da steht dann auch drinnen, welche Version das jetzt eigentlich genau ist. Und wir sehen, wir sind wirklich jetzt auf Nextcloud 10 bereits. Gut, jetzt gibt es aber die 11er Version schon, das heißt, wir machen gleich das nächste Upgrade weiter. Und jetzt kann man natürlich das gleiche, was ich jetzt gerade mühsam getippt habe, noch einmal machen. Oder man skriptet sich das, so wie ich es auch bei mir zu Hause verwende. Ich habe mir dazu so ein schnelles, kleines Upgrade-Skript geschrieben. Was das Ding macht, ist, du gibst ihm einfach das Zip-File als Argument rein. Wenn du das vergisst, dann bricht er ab. Was er macht ist, er schmeißt die aktuelle Nextcloud-Installation weg, er tut es anzippen, die neue, geht dann rein, schmeißt die Default-Config weg, linkt mir die alte Config, oder nicht die alte Config, aber die Config, die ich eigentlich habe, wieder rein. Also eigentlich genau das, was ich vorher händisch eingetippt habe. Dann File-System-Permissions fixen und das OCC-Tool fixen, dass man es ausführen kann. Dann das Upgrade und das Enable von den Apps. Dann machen wir das gleich einmal. Nextcloud-Upgrade mit dem 11er Zip-File jetzt. Dann rumpelt es wieder, nur diesmal ohne, dass ich alles händisch eintippen muss. Da ist mir noch aufgefallen, also nicht schrecken, dass da jetzt auf einmal mehr so komischer Debug-Output ist. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, aber es tut nicht weh, es funktioniert dann trotzdem alles. Ja, aber es dauert halt wieder ähnlich gleich lang wie vorher, das heißt, jetzt müsst ihr mit mir noch ein paar Sekunden Geduld haben. Vielleicht eine schnelle Zwischenfrage, wenn jemand eine hat. Ein Link für die Daten habe ich nicht gesehen. Sorry? Den Link für die Daten habe ich nicht gesehen. Den Link für die Daten, ja, ich komme noch einmal drauf zurück. Ja. Geduld. Was ist diese Version 9.1.2.2, die hier steht? Ich habe keine Ahnung. Bitte die Frage. Also einfach die Frage wiederholen. Erste Frage war, was mit dem Data-Verzeichnis ist. Ich komme später noch einmal drauf zurück. Die zweite Frage ist, was dieses 9.1.2.2 da drinnen bedeutet. Meine Antwort ist, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie die Datenbank-Schema-Version ist oder was anderes. Okay, jetzt ist es auf 11.2.7. Also ich vermute, dass, nachdem wir vorher schon auf Nextcloud 10 waren, vermute, das wird irgendwie
Bestand der Datenbankstruktur sein. Aber das ist jetzt reine Vermutung. Okay, das heißt, das Upgrade ist fertig. Dann können wir schauen, Nextcloud, ob der... Warte, ich logge mich sicherheitshalber noch einmal aus und noch einmal ein. Gleiche User, gleiche Passwort. Dann im Helptext ist jetzt Nextcloud 11 da, wunderbar. Und wenn ich noch einmal auf Kalender schaue, sind meine Daten noch immer da, nur den Rest schaue ich jetzt nicht an. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. So, also das war jetzt eigentlich die ganze Upgrade-Prozedur. Und ich gehe nochmal kurz über die Folien durch. Also im Prinzip zuerst beweisen, dass halt die alte OnCloud-Installation noch läuft. Dann, was ich gemacht habe, war, dass ich Config und Data noch valid verschoben habe. Die Gründe dafür sind jetzt, dass, wie ihr jetzt gesehen habt, die Upgrade-Prozedur wird ein bisschen einfacher, weil einen Symlink zu einem externen Verzeichnis anlegen ist leichter, als immer die ganzen Daten hin und her zu kopieren. Weil wenn man dann eine RM-F von der alten Nextcloud macht, im Zuge von einem Upgrade, will man natürlich nicht die Daten auch mitlöschen in dem Zuge. Und deswegen ist es so eleganter. Und es ist auch eine Security-Empfehlung, und ich komme dann nochmal später darauf zurück, dass das Data nicht in var.www liegen sollte. Und unterhalb ist noch ein kleiner Link, wo das genauer erklärt ist, warum. Dann, das ist die ganzen Kommandos, die ich da gemacht habe, also die Anpassung der Config-PHP, wo ich ihm sage, mein Dataverzeichnis ist jetzt nicht mehr unter var.www, sondern unter var.lib. Dann, genau, die alten OnCloud löschen, dann das, was ich ihm vorher eingetippt habe, das gleiche noch einmal für Nextcloud 11. Und dann nochmal als Hinweis, wenn man eben OnCloud oder Nextcloud Apps installiert hat, dann muss man die nach jedem Upgrade halt explizit enablen. Und wenn man jetzt bei einem größeren Versionssprung oder über zwei Sprünge hinweg das nicht macht, dann ist es sogar so, dass man die Apps nochmal komplett neu installieren muss über den Admin-User. Das vielleicht noch als Hinweis. Dann das mit der Apache-Config. Wie gesagt, das, was ich da jetzt gemacht habe, war einfach nur ein Schnellfix, dass ich sage, ich mache das Ganze war.www auf und alles, was da drinnen liegt, ist quasi nach außen oder wird von Apache nach außen angeboten. Wer es genauer haben will, muss dann halt mehr im Apache dann halt eine eigene Nextcloud-Site einrichten und das halt anders konfigurieren. Dann die Automatisierung über das Upgrade-Skript, habe ich auch schon gezeigt. Also wie gesagt, das Skript bitte auf eigene Gefahr verwenden. Also für mich funktioniert es. Ich habe auch unlängst jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, eben genau diesen Skript auf Nextcloud 11.03 abgegradet. Geht problemlos. Ist auch attached bei den Unterlagen für die Vorträge, wenn sich jemand da noch einmal anschauen will. Dann, eins, was ich jetzt nicht gemacht habe, was ich aber bei meiner privaten Installation gemacht habe, ich habe im war.www zusätzlich auch einen Symlink von OnCloud auf Nextcloud gemacht. Der Grund dafür ist ganz einfach, wenn du nämlich mit dem Android mit dem DAFDroid im Android ein Nextcloud-Konto eingerichtet hast oder zu OnCloud-Zeiten ein OnCloud-Konto eingerichtet hast, dann ist ja da drinnen die URL fixiert und du kannst jetzt nicht einfach hergehen und sagen, du tust in dieser URL das OnCloud durch Nextcloud ersetzen. Das geht nur, indem du das ganze Konto löscht und neu anlegst. Und nachdem ich mir das sparen wollte, habe ich einfach gesagt, okay, dann machst du halt einen symbolischen Link. Für die DAFDroid-App oder für den DAFDroid-Sync-Adapter schaut es dann so aus, als ob es immer noch die URL immer noch OnCloud ist. In Wirklichkeit ist halt Nextcloud dahinter, aber es ist trotzdem kompatibel miteinander und ist ein kleiner Trick. Es hat eben genau mit bestehenden Konten zu tun. Wenn du sowieso erst vom Scratch installierst, ist das egal, dann kannst du das natürlich gleich mit Nextcloud oder was auch immer einrichten. Wenn man so einen Link macht, ganz trivial, dann einfach nach war.www gehen und Nextcloud auf OnCloud zeigen lassen und fertig. Dann, das Kapitel schließe ich mal ab, dann ein paar Worte zu, wie viele Minuten haben wir gerade noch? Passt ja, okay, danke. Dateiverwaltung und Streaming. Prinzipiell Dateiverwaltung gibt es ein bisschen was zu erzählen. Es gibt jetzt in der Nextcloud Web-Oberfläche gibt's verschiedene Apps, wo man halt verschiedene Sachen machen kann. Ich werde nur ein paar davon namentlich erwähnen, aber ich werde jetzt aus zeitlichen Gründen natürlich jetzt nicht alle herzeigen können. Dann gibt es auch eine Android-App für Nextcloud, beziehungsweise auch OnCloud, die alte noch, mit der man ein paar Dinge machen kann. Was vielleicht auch interessant ist, man kann von außen, wenn du jetzt einen WebDAV-Client hast, also in KDE, kannst du zum Beispiel den Dolphin oder den Conqueror verwenden und dann direkt über WebDAV-URL dann auf deine Dateien zugreifen, so als ob es ein lokales Filesystem ist.
inklusive Dateien hin und her kopieren. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Bezüglich Apps, es gibt einmal so eine komische Gallery-App. Also wenn man ein Verzeichnis hat mit Fotos, dann ist es eigentlich nur ein Frontend, der dann halt die Bilder irgendwie so als Fotogalerie darstellt. Es kann halt nicht so viel wie zum Beispiel bei Google, wo man halt wirklich Alben erstellen kann und Fotos hin und her schieben kann. Da ist diese Galerie halt deutlich weniger mächtig, aber ist halt nur, wenn man es braucht. PDF-Viewer, das ist halt im Webbrowser, wenn du ein PDF-File drinnen liegen hast, dann kannst du es halt gleich im Browser anschauen. Ansonsten musst du es halt downloaden und dann mit einem externen PDF-Viewer anschauen. Texteditor ist, wie gesagt, auch so eine App, wo man halt in der Web-Oberfläche dann Textdateien editieren kann, on the fly, mit einer zusätzlichen App dann auch mit Versionierung, dass du dann so, so ein bisschen vielleicht wie Confluence, dass du dann wieder auf ältere Versionen zurückgehen kannst oder schauen kannst, was hat sich von oder zwischen zwei Versionen geändert. Ein Videoplayer gibt es also, extra, also ein Audioplayer ist, glaube ich, out of the box schon dabei. Das heißt, wenn du in deinem Dataverzeichnis jetzt irgendwie Videos oder Musikdateien hast, dann könntest du die, wenn du willst, über die Web-Oberfläche halt auch direkt abspielen müssen. Ich habe es da kurz ausprobiert. Es ist so, dass da jetzt nicht wirklich viele Formate supportet werden. Es bringt mich dann später zu dem Streaming-Kapitel und meine Schlussfolgerung, das jetzt da abzuschließen ist, dass für so Mediensachen ist OwnCloud oder Nextcloud eigentlich nicht unbedingt das richtige Tool. Da gibt es andere Sachen, die da besser geeignet sind. Wie gesagt, wenn du als Admin-User bist, dann kannst du natürlich auch schauen, was gibt es sonst noch für Apps. Aber wie gesagt, kann sich jeder selbst anschauen, ob da was Interessantes dabei ist. Ein paar Worte zu dieser Android-App, die es für, oder die App, Nextcloud-App, die es für Android zum Beispiel gibt. Die ist in erster Linie nur für Dateisync gedacht. Das heißt, wenn ich in der App reingehe und sage, ich möchte jetzt von irgendwo eine Datei uploaden, dann kann ich das machen. Was die App auch macht, ist, dass sie einen zusätzlichen Share-Button anfügt oder auch sich in den bestehenden Share-Buttons, die es da gibt, dann zwei Screenshots reinhängt und man hat dann eben Nextcloud als zusätzliches Ziel. Was auch ein nettes Feature ist oder Feature sein kann, je nachdem, ob man es braucht, ist, dass wenn du ein Foto machst, dass es gleich automatisch hochgeladen wird. Gibt es vielleicht ein paar Anwendungsfälle, wo das Sinn macht. Das gleiche für Videos. Da habe ich jetzt ein paar Screenshots gemacht. Das heißt, wenn du diese App installiert hast, taucht da neben dem Share-Button so ein Nextcloud-Button auf. Das heißt, wenn du jetzt irgendein, in dem Fall ein Foto auswählst, kannst du da draufklicken und das würde halt dann gleich hochgeladen werden auf dein Dataverzeichnis. Oder wenn du den anderen Button verwendest, diesen Standard-Share-Button, dann taucht einfach Nextcloud als zusätzliches Icon auf. Zu allen anderen Dingen, mit was man halt dann das Ding, was du halt da gerade in der Hand hast, scheren kann. Das ist dann noch die Einstellungsdialog von dieser Nextcloud-App. Das heißt, wenn man diesen sofortigen Bilder-Upload oder Video-Upload haben möchte, muss man da halt reingehen und das explizit anhackeln. Und was jetzt Kalender und Kontakte betrifft, das ist jetzt nicht in der Nextcloud-App enthalten und da ist dann eigentlich auch nur ein Shortcut drinnen, dass dann halt dieser DAV-Droid-Sync-Adapter halt nachinstalliert wird und das muss man halt über den DAV-Droid einrichten. Also das ist nicht im Scope quasi von der Nextcloud-App. Ja. Kann man das einschränken, auf dass er das nur im WLAN macht? Ich habe keine Ahnung. Also da sehe ich jetzt nichts dergleichen. Weiß ich nicht. Ich verwende es selbst auch nicht aus verschiedenen Gründen. Deswegen kann ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Also die Frage war, ob man diese Sofort-Upload so einstellen kann, dass sie nur bei WLAN und nicht bei Mobilfunknetz passiert. Ich weiß es nicht, ob es doch irgendwie geht oder ob es Dinge da Hintertürchen gibt. Ja. Es gibt auch eine Software, was jetzt bei OwnCloud vertreten tut, kann man es einstellen, zum Beispiel bei WLAN. Okay, also Input aus dem Publikum, es gibt halt diverse andere Third-Party-Apps. Zur Demo, also ich möchte jetzt gerne weitergehen, weil mir ist dann wichtiger, hinten über das Security-Kapitel noch mehr zu reden und falls noch Zeit bleibt, würde ich sonst da zurückspringen, wenn es okay ist. Zu Streaming, das wird ein bisschen schneller gehen. Eigentlich, wenn du sagst, du willst jetzt Video- oder Audio-Streaming bei dir zu Hause haben, zwischen deiner NAS oder deinem System, wo halt deine Dateien liegen und einem Fernseher,
oder eine Stereoanlage, die netzwerkfähig ist oder zum Computer oder zu Tablet, Handy, was auch immer, dann willst du eigentlich nicht Nextcloud haben, sondern dann willst du eher DLNA-fähige Geräte oder DLNA-fähige Software haben. Dafür gibt es zum Beispiel den Mini-DLNA, den habe ich zum Beispiel bei mir daheim auf meinem Router laufen. Aber man kann es, wenn man will, mit Nextcloud kombinieren. Also es gibt da einen Blogartikel, der das genauer beschreibt. Der Trick ist da ganz einfach der, dass wenn du jetzt über Nextcloud, also über Handy-App oder Web-DAV oder was auch immer, jetzt zum Beispiel Videos hochladest, dass du dann gleichzeitig den Mini-DLNA so konfigurierst, dass er aufs gleiche Verzeichnis schaut. Das ist eigentlich der ganze Trick dabei. Und der zweite Trick ist, dass man die File-System-Permissions so hinbekommt und den Mini-DLNA halt auch die www.data-permissions gibt, dass der die Dateien überhaupt lesen kann. Und das ist eigentlich die ganze Hexerei dabei. Aber eigentlich ist Nextcloud kein Medienserver. Also das hat eigentlich andere, es erfüllt andere Zwecke, aber für Medienstreaming sollte man eher Richtung DLNA-Software Ausschau halten. Dann vielleicht ein paar Worte, wie es bei mir zu Hause ausschaut. Also aktuell, ich habe eine Fritzbox für einen DNS-Anschluss, dann habe ich über TuDNS an Dynamic DNS eingerichtet. Dann, ansonsten macht die Fritzbox bei mir eigentlich gar nichts, sondern es geht alles per Port-Forwarding weiter auf eine SOA-GRIS.NET 5501. Da ist ein normales Debian Jesse drauf, momentan halt Nextcloud 11. Und inzwischen, also voriges Jahr habe ich noch Self-Signed SSL-Zertifikat gehabt. Inzwischen bin ich da auch auf Let's Encrypt bzw. Certbot umgestiegen. Hat ein paar nette Vorteile natürlich. Ein paar Einschränkungen habe ich allerdings, und zwar der DAV-Treuzink ist relativ langsam, aber es geht noch. Die Web-Oberfläche bei mir zu Hause ist jetzt sehr träge verglichen mit dem, was du da vorher gesehen hast. Dann, wenn ich jetzt einen File-Share über die Android-App machen will, muss ich oft das zwei, dreimal machen, bis es einmal funktioniert. Dann sofort Upload von Fotos hat eigentlich auch so gut wie nie hin. Aber das hat jetzt eigentlich alles nichts mit Nextcloud zu tun, sondern das hat rein damit zu tun, dass der Server, also die Hardware, auf die meine Nextcloud-Installation läuft, halt, sagen wir mal, sehr beschränkte CPU-Power hat. Und jetzt TLS, SSL macht es halt auch nicht unbedingt schneller. Also kurz zum Vergleich, das ist einfach nur eine Pentium-Class-CPU, ein Core mit ungefähr 500 MHz, ohne Kühlkörper und Lüfter und sonstiges. Das heißt, da ist nicht sehr viel Rechenschmalz dahinter und jeder Raspberry Pi hat da mehr Rechenpower unter der Haube als dieses Ding. Aber diese SOA-GRIS-Box ist auch mehr für Dauerbetrieb ausgelegt und nicht für High-Performance-Web-Serving oder sonstige Sachen. Ja. Für die Zukunft, wie gesagt, das wird nicht ewig so bleiben. Also ich liebäugle momentan mit dem Nachfolgermodell, das dann auch ein bisschen mehr CPU-Schmalz hat, wo das dann alles hoffentlich dann flüssiger gehen sollte. Dann wichtiges Kapitel, Security. Wie viel Zeit? 10 Minuten, perfekt. Ganz allgemein Wiederholung vom letzten Jahr, wenn du jetzt, also insbesondere wenn du vorhast, deine Nextcloud-Installation nach außen hin zu betreiben, verwende sichere Passwörter. Also nicht so wie ich jetzt mit 123, weil das kann jeder, der jetzt einfach einmal Dictionary-Attacken macht, leicht aufmachen. Idealerweise auch verschiedene Passwörter. Das heißt, du solltest auch den Admin-User und deinen normalen User nicht zusammenlegen. Also genauso wenig wie du als Root-User auf deinem Linux-System arbeiten solltest, solltest du nur einen User im Nextcloud haben, mit dem du arbeitest und die administrativen Sachen machst. Und wenn du das machst, nimm auch verschiedene Passwörter. Aber wenn eines erraten wird und das Admin-Passwort ist das gleiche, ja, dann ist das nicht so gut. Dann natürlich Updates einspielen, eh klar, was die Linux-Distribution selbst betrifft, also sprich Apache, PHP, MySQL. Bei PHP kommt es auch immer wieder vor, dass es irgendwelche Security-Issues gibt. Dann Nextcloud selbst natürlich bietet ja auch regelmäßig Bugfix oder neue Minor- bzw. Major-Releases an. Es gibt eigentlich selten einen Grund, dass man nicht updatet. Dann noch einmal, dass man halt auf der Nextcloud-Installation Admin und normaler User einfach trennt. Ein anderer Punkt, den ich schon genannt habe, dass man die Daten, die jetzt deine User in der Nextcloud-Installation haben, idealerweise nicht in var.www liegen sollten, sondern woanders, also zum Beispiel unter var.lib. Natürlich mandatory. Sollte man gar nichts anderes mehr machen. Also wenn du dein Nextcloud nach außen betreiben willst, unbedingt sie was bezüglich TLS einfallen lassen.
Natürlich auch strikt Transport Security, was es da halt sonst noch alles für Hardening Settings gibt. Da ist noch einmal ein Link drinnen, wo dann so ein paar Punkte aufgelistet sind, auf was man halt aufpassen sollte und wo halt noch Schrauben sind, wo man noch feintunen kann, um deine Nextcloud-Installation halt noch sicherer zu machen gegenüber diverse Arten von Angriffen. Dann eine Hausaufgabe möchte ich euch aufgeben und jetzt sind wir wieder bei diesem Dataverzeichnis, warum ich das jetzt eben nicht mehr zurückkopiert habe nach www. Probiert es einfach einmal selbst aus, macht die Upgrade-Prozedur genauso, wie ich es gemacht habe, aber verschiebt das Data eben nicht nach varlib oder danach schiebt das Dataverzeichnis wieder zurück. Und dann probieren wir selbst aus, ob du herausfindest, wo jetzt das Problem ist oder ob du ein Problem hast. Das heißt, die Fragen, die ich euch geben möchte, ist: Hast du ein Problem? Und wenn ja, was ist das Problem genau? Warum tritt das Problem überhaupt auf? Kurzer Hinweis, mit der OnCloud-Installation, die im Image ist, tritt das Problem nicht auf. Aber wenn du diese Upgrade-Prozedur so machst, wie ich es jetzt gemacht habe, hast du das Problem. Und als Fleißaufgabe möchte ich wissen, warum du das Problem genau hast. Und eure Einschätzung, wie schlimm ist das Problem aus eurer Sicht. Genau, das wird dann beim Hinausgehen wird das dann geprüft. Nein, also für jeden, den es interessiert. Also ich würde sagen, jeder, der vorhat, OnCloud oder Nextcloud jetzt öffentlich zugänglich zu machen, schaut euch das bitte durch. Aber mir ist nämlich genau das passiert und wenn ich es nicht extra ausprobiert hätte zum Spaß, hätte ich, naja, okay, nachdem ich jetzt keine Files im OnCloud liegen hat, wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ist ein blödes Issue. Dann ein paar Folien oder ein paar Punkte zu Let's Encrypt. Wie gesagt, zwei Links, wenn ihr ein Let's Encrypt-Zertifikat euch selbst dann auch gleich ausstellen wollt. Funktioniert übrigens auch nur dann, wenn du auch selber den Server betreibst und Root-Rechte drauf hast, was bei mir jetzt der Fall gewesen ist. Dann gibt es da eben Installationsanleitungen für alle möglichen Linux-Distributionen und Webserver und was noch alles. In meinem Fall war es nichts anderes, als einfach das Python Certbot Apache runterzuladen von den Backboards und dann ein Certbot minus Apache und dann rumpelt es ein bisschen. Man gibt halt ein, was ist dein DNS-Name und ob er halt automatisch das ganze Zertifikatshandling und Apache-Config machen soll, da sagst du halt ja. Dann rumpelt es ein bisschen und dann ist alles fertig und das funktioniert sogar auch. Ich kann jetzt nur kein Thema machen, weil jetzt natürlich von außen nicht auf meine VirtualBox reinkommen, so ohne weiteres. Und die Voraussetzung ist eben, dass deine Installation halt prinzipiell auch wirklich vom Internet aus erreichbar ist, weil so wie Certbot funktioniert ist, dass die ja dann einen Request quasi auf deinen Apache machen, um zu sehen, ob der DNS-Name wirklich dir gehört. Und dann gibt es so ein Challenge-Response-Verfahren, mit denen du dann beweist, dass eigentlich du Kontrolle über die Maschine hast und auch der war es, der den Zertifikat-Request geschickt hat. Fragt mich jetzt aber bitte nicht im Detail, wie das funktioniert, aber da gibt es sicher auch Online-Ressourcen, wo das genauer erklärt ist. Dann ein Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, der vielleicht auch jetzt bei anderen Vorträgen schon einmal genannt wurde, wo es eben um TLS und so weiter geht. Es gibt so externe Webseiten, wo man seine eigene Installation testen kann. Ganz wichtig, oder eines der wichtigeren meiner Meinung nach, ist der SSL-Test von SSL Labs. Der zeigt dann zum Beispiel auf, ob dein Apache zum Beispiel noch immer anfällig für diverse Exploits ist, also angefangen von Heartbleed bis zu diversen SSL-Downgrade-Attacken und was die alle für Namen haben. Also er zeigt auch auf Browser-Kompatibilität oder ob deine... ob die Ciphers, die da jetzt ausgemacht wurden, dann zum Beispiel Perfect Forward Secrecy haben oder ob da irgendwie unsichere Ciphers vorkommen. Also da zeigt alles Mögliche an und da gibt es im Prinzip so ein Schulnotensystem. Und wenn du jetzt nicht im Bereich von A bist, dann zeigt er dir halt auch bei jedem Punkt, den er bemängelt, an, warum das ein Problem ist und was du dagegen tun kannst. Sollte man sich dann auch die Zeit nehmen, das auszuprobieren und durchzugehen. Security Headers ist ähnlich, nur der schaut mehr auf die HTTP-Header, die eben bei den Requests hin und her gehen. Also zum Beispiel, ob die strikt Transport Security und diverse andere Sachen richtig sind. Da schaut meine Installation eher rötlicher aus. Und dann von Nextcloud gibt es auch noch einen Scan, der aber auch nur eher oberflächlich auf TLS schaut und schaut, ob du halt eine aktuelle Nextcloud-Installation hast. Aber wenn es jetzt ums SSL geht, würde ich auf jeden Fall das erste oben empfehlen, weil das macht das sehr ausführliches Bild.
was ist. Okay, dann bin ich eh schon beim Ende. Also entweder könnt ihr jetzt noch bezüglich dem Webdorf von vorher noch was zeigen oder wir machen gleich mit der QA-Session los. Ich zeige uns das noch grob her. Ich scroll ein bisschen zurück. Genau. Gut, die App kann ich jetzt natürlich nicht so ohne weiteres herzeigen. Da hoffe ich, dass die Screenshots reichen, ansonsten probiert es einfach selbst aus. Eigentlich möchte ich nur halt da reingehen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel in der Dateiansicht bin, kann ich jetzt zum Beispiel hergehen, ich nehme jetzt dieses Foto her und sage, ich share es. Dann kann man zum Beispiel einstellen, wenn du jetzt verschiedene User auf deinem Nextcloud-System hast, dann kannst du sagen, du möchtest das nur für einen bestimmten User sharen oder so ähnlich wie es bei Google Drive die Leute vielleicht kennen oder von Dropbox. Du kannst auch sagen, das ist jetzt, ich möchte gerne einen Link haben, über den jede x-beliebige Person von außen quasi auf dieses Foto zugreifen kann. Dann optional kann man es noch Passwort schützen oder Ablaufdatum angeben. Und im Prinzip, wenn ich jetzt diesen Link hernehmen würde, ups, da fällt was. Genau, dann ist das eben hinten so ein Random String, der dann eben in der Nextcloud-Installation, oder der Nextcloud weiß dann, dass denn dieses eine bestimmte Foto damit gemeint ist. In Wirklichkeit kommst du jetzt aber nicht direkt zu einem Foto, sondern auch wieder nur zu einer Art Oberfläche. Und wenn du jetzt direkt den Download-Link haben willst, dann hängst hinten noch ein /download hinten dran. Dann fragt er dich eben, ob du das mit irgendwas aufmachen willst oder einfach nur speichern willst, dann kommst du eben direkt hin, ohne diese Zwischenweboberfläche. Was es auch noch gibt, genau bezüglich WebDAV, ich glaube, ich muss da wieder ein bisschen ver... Kann man Ordner von Fotos mit Anklick overloaden? Können wir ausprobieren. Wenn ich jetzt den ganzen Folder share, Share Link, schauen wir mal, was passiert. Also da wirst du wahrscheinlich wieder nur auf die Weboberfläche kommen, wo diese drei Dateien drinnen sind. Mit Download müssen wir schauen, ob da dann ein Zip vertippt. /download. Ah, der. Genau, er macht ein Zip-File, passt. Das heißt, da sind dann... Okay, ich glaube, ich muss es wirklich speichern. Und dann anschauen. Fotos. Ne? Sag mal. Error loading Archive. Okay. Gut, dann halt auf der Command Line. NSAL, unzip. Okay, also es sind diese drei Fotos da. Also, um die Frage zu beantworten, ja, wenn du das Share auf ein ganzes Verzeichnis machst und du ladest das runter, dann kriegst du ein ZIP mit deinem kompletten Content. Auf das WebDAV wollte ich noch kurz eingehen. Genau, da gibt es da unten einen, unter Einstellungen gibt es einen versteckten Link. Das heißt, wenn man den kopiert, kann ich jetzt zum Beispiel also vom KDE den Conqueror oder den Dolphin hernehmen. Und in der URL steht dann drinnen zum Beispiel remote.php/webdav. Dann fragt er mich noch Username Passwort, das heißt User123 in meinem Fall wieder. Und er sagt bla. Sehr gut. Also er weiß natürlich nicht HTTP ist, sondern webdav. Genau. Also wenn du KDE verwendest, nicht, muss vorne das Protokoll muss webdav sein und was dann gehen würde ist, ich kann dann, also es schaut für mich aus, als ob es ein normales Verzeichnis ist, ich kann mir da drinnen gleich direkt die Dateien rein und rausschieben, wie ich will, oder auch Dateien uploaden oder gleich ein ganzes Verzeichnis, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja. Und wahrscheinlich ist das sinnvoller oder effizienter zu verwenden, als da immer mit der Weboberfläche herumzuhantieren, meiner Meinung nach halt. Okay, damit ist die Vortragszeit zu Ende und QA-Session haben wir noch ein paar Minuten, oder nicht noch? Okay, also ein paar kleinere Fragen gehen vielleicht noch. Ja? Das DAV-Droid braucht man nicht anders konfigurieren, oder? Die Frage war, ob man das DAV-Droid anders konfigurieren muss. Die Antwort ist nein. Und die Android-App, die OnCloud-App von vorher, geht die auch noch?
Zweite Frage ist, ob die OnCloud Android-App noch immer geht. Weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Aber es gibt ja von Nextcloud im Prinzip die gleiche App, also die würde einfach wechseln. Also, weil am App-Inhalt ändert sich ja nichts. Es ist nur so, wenn du dann über den, also über File-Sharing jetzt auf deinem Handy dann auch zum Beispiel deine 7000 Dateien hast und du würdest jetzt das OnCloud oder den OnCloud-Client löschen und stattdessen den Nextcloud-Client installieren, dann musst du halt einmal wieder einen Sync machen, dass du die Dateien wieder alle hast. Das ist das Einzige, was ist. Aber wahrscheinlich würde der OnCloud-Client auch noch immer funktionieren, weil es ist ja auch, es verwendet ja auch nichts anderes wie diese DAF-Protokolle und sowohl OnCloud als auch Nextcloud implementieren es im Prinzip auf die gleiche Weise und von der API her schaut es gleich aus eigentlich. Ne? Also es müsste funktionieren, aber ich habe es nicht ausprobiert. Okay. Dann. Wie gesagt, ob ich noch Apps empfehlen kann, also jetzt für Android, wie gesagt, DAFDroid, das hat jetzt aber mit Nextcloud nichts zu tun, sondern es ist einfach allgemein ein DAF-Sync-Adapter, der auch mit anderen Produkten, also nicht nur mit Nextcloud kann, sondern auch mit anderen Server-Software, mit denen man halt Adressbücher oder Kalender scheren kann, weil alle diese Software verwenden ja unter der Haube das CardDAV bzw. CalDAV-Protokoll und das Einzige, was anders ist, ist die URL, mit der man halt einsteigt. Ansonsten, was die Apps in Nextcloud betrifft, also ja, können wir vielleicht kurz reinschauen, da muss ich allerdings als Admin-User rein. Logout. Das Passwort im Image ist auch natürlich 123. Also da gibt es einen Plus-Button, wo man halt solche Nextcloud-Apps nachinstallieren kann. Wie gesagt, sie haben es ein bisschen gruppiert nach Funktionen, aber wie gesagt, schaut selber durch. Es wird jetzt zu lange dauern, es da durch alle durchzugehen. Da gibt es überall dann eine Show-Description, wo dann auch grob erklärt ist, was das jetzt ist. Also, es kommt drauf an. Also ich selbst, wie gesagt, verwende nur den Kalender und den Adressbuch und Kalender verwende ich selbst nur. Die anderen Sachen, ja, sind zwar nett, aber ich brauche es de facto nicht. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit.